Die Santa Barbara an der Leine, das Schilf im Trockenen. Es ist ruhig derzeit am Senftenberger See. Wurde nach der Rutschung am 13. September zunächst die Niemtscher Bucht gesperrt und später die gesamte Wasserfläche, hat das Landesbergamt nun auch die Ufer um den See zur Tabuzone erklärt. Noch vor kurzem war das undenkbar. Folgen hat das vor allem für die touristischen Anbieter, beispielsweise den Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg. Natürlich wissen wir, dass das Ganze dramatische Auswirkungen haben wird, auch auf das Image der Region, auf die Urlauberzahlen. Im Moment können wir das noch nicht absehen, was jetzt wirklich am Ende rauskommt. Gibt es denn potenzielle Besucher, die bei Ihnen anrufen und sagen, kann ich denn überhaupt noch kommen? Also etwa so 10% der Anrufe sind es wirklich die Nachfragen. Da ist es in den Urlauberanlagen sicher, kann ich kommen, was darf ich tun? Wir werden dort natürlich oder geben dort Auskunft, bieten Alternativen. Radwege sind ja auch jetzt im Herbst nutzbar. Dann auf dem Geierswalder See ist jetzt die Fahrgastschifffahrt. Also diese Sachen bieten wir den Leuten an und dann sind sie relativ beruhigt. Sie können also von Glück reden, dass die Hochsaison, die Höchstsaison vorbei war? Da können wir wirklich von Glück reden, dass die Hochsaison vorbei war. Und ja, im Herbst, die Alternativen sind da. Also die Leute nehmen das relativ gelassen auf, wenn man denen erklärt, wie die aktuelle Lage ist. Kommen wir zu ein, zwei praktischen Dingen. Jetzt ist mittlerweile sogar der Uferbereich gesperrt. Wir haben schon ein Schild im Hintergrund. Wie weit definiert sich das? In welchem Maße bis zur Wasserlinie kann ich noch ran? Wann kann ich nicht mehr ran? Am Mittwoch gab es dazu eine Beratung beim Landesbergamt. Da hat man ganz genau die Linie festgelegt, wie weit man an das Ufer ran darf. Es werden auch in den nächsten Tagen Sperrschilder gestellt. Die Uferlinie fällt etwas unterschiedlich aus, muss man dann wirklich im Einzelnen sich vor Ort angucken bis zu dem Schild und nicht weiter. Wichtig ist aber, es sind kein Radweg und keine Gebäude am See betroffen und auch Gastronomie ist nach wie vor alles möglich. Wie steht es denn um den Senftenberger Stadthafen? Der grenzt ja nun unmittelbar ins Wasser. Beim Stadthafen ist selbstverständlich die Seebrücke und auch die Molen gesperrt und auch im unteren Bereich des Hafens. Also man kann aber ganz normal das Hafenmeistergebäude auf der Ebene, auf dem Radweg, kann man ganz normal langlaufen und sich den Hafen anschauen. Das Hafencamp in Großkoschen, kommen die Bootsbesitzer noch an ihre Boote ran? Momentan ist wirklich so, dass die Bootsbesitzer nicht rankommen an die Boote. Es gibt aber da eine Regelung, ab Oktober wird es am Wochenende möglich sein, tagsüber die Boote rauszuholen, unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen, die noch definiert werden. Also dafür ist auf jeden Fall gesorgt, dass die dann jetzt demnächst an ihre Boote rankommen. Was rechnen Sie für die kommenden Monate, für den Beginn der nächsten Saison? Wird der Senftenberger See mit einem blauen Auge davonkommen? Also es wird so sein, dass wir nach wie vor davon ausgehen, dass 2019 auf jeden Fall der Senftenberger See wieder nutzbar ist als See. Das Urlaubserlebnis am und auf dem Wasser damit nicht getrübt ist. Aber natürlich wird es auch einen Imageverlust geben und es kann natürlich zu einzelnen Abbrüchen oder weniger Gästen führen. Also wir wünschen uns natürlich, dass die Leute auch sehen, dass 2019 jetzt nicht die Gefahr besteht. Solche Bilder wird es 2018 damit wahrscheinlich nicht mehr geben. Hobbykapitäne können ihre Boote im Oktober immer samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr an Land bringen oder sichern. Die genauen Verhaltensregeln dazu veröffentlicht das brandenburgische Verkehrsministerium am 2. Oktober auf seiner Internetseite. Unterdessen wird der Pegel im Speicherbecken Niemtsch wieder angehoben. Wasser erhält der See derzeit aus dem Geierswalder, dem Partwitzer und dem Neuwieser See.